Philipp Banse von der Republika für DCDP TV Ende letzten Jahres hat ja die Digitalcharta, die Vorstellung eines Entwurfs dafür, für so eine Art digitales Grundgesetz für Europa, für einigen Wirbel gesorgt. Daniel Opper hat das mitkoordiniert, diese Initiative vom Bucerius Lab. Wird es Bucerius oder Bucerius? Bucerius. Bucerius ausgesprochen, ja. Ne? Genau. Vom Bucerius Lab vielleicht zunächst mal, was ist denn das Bucerius Lab? Das Bucerius Lab ist die, ich sag mal, jüngste Initiative der Zeitstiftung in unserem Schwerpunktekanon. Ich sag mal, ein bisschen in Anlehnung an Manuel Castells großes Grundwerk, die Netzwerkgesellschaft, haben wir seit 2011 angefangen zu untersuchen, wie Globalisierung, Vernetzung und Digitalisierung zusammenhängen und dass das die großen Veränderungen, Stellschrauben, Imperative des 21. Jahrhunderts sein werden, und machen dazu unter dem Namen Bucerius Lab ein Ideenlabor, ein Experimentierlabor, wo es um diese ganzen neuen Grundfragen, Gedanken geht. Wir machen dazu Veranstaltungen, weil es viel auch im Sinne der Zeit Idee um Aufklärung geht, für das Thema in breite Gesellschaftsschichten zu bringen und nicht wie hier auf der Republika in einem Fachdiskurs. Wir haben ein Fellow-Programm dazu, wo wir zum Beispiel Algorithm Watch, die neue NGO, gefördert haben im Entstehungsprozess, und wir machen eigene Schwerpunktprojekte, und das erste ist die digitale Grundrechtecharta, wo wir quasi Ideengeber zu waren. Genau, und die wurde im Herbst letzten Jahres vorgestellt. Da haben sich sehr viele Wissenschaftler, Politiker, Aktivisten daran beteiligt. Sie haben das so ein bisschen koordiniert. Das ist so eine, ja, so ein europäisches Grundgesetz, so eine Grundverordnung kann man nicht sagen, aber so ein Grundgesetz für eine digitale Gesellschaft in Europa. Wie kam es denn zu dieser Idee? Also ist es noch kein Grundgesetz, es ist erstmal, das ist uns ganz wichtig zu sagen, der Entwurf oder Vorschlag, das wurde ja auch am Anfang schnell missverstanden, weil wir es sehr schnell, das war uns auch wichtig, im Europäischen Parlament einmal vorstellen, damit es halt diesen Debattenraum erstmal eröffnen kann. Es ist ein zivilgesellschaftlicher Vorschlag, deswegen auch diese ganz bunte Mischung aus Experten aus der Netzgesellschaft, wie Sascha Lobo, Johnny Häusler, Frank Rieger, aber auch aus ganz anderen Bereichen, Literatur, Wissenschaft, Juli C., Jura. Und die Idee ging, glaube ich, auch hin ganz weit zurück auf ein Gespräch, was unser Kurator der Stiftung und Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, mit damals noch Frank Schirmacher und Martin Schulz geführt haben, bevor Martin Schulz auch dann die Friedenspreisrede auf Jean Lanier gehalten hat, wo er schon mal sowas angedeutet hat, dass sowas für Europa ganz essentiell sein wird im 21. Jahrhundert. Genau, und das haben wir mal oszillieren lassen, als das Bucerius Lab auch gegründet wurde in der Stiftung, und die Idee von Giovanni Di Lorenzo aufgenommen und diese Gruppe eingeladen 2015 und dann mit der Gruppe zusammen überhaupt erstmal überlegt, was kann man tun in diesen wilden Zeiten auch. Das war der, wo Fake News und Hate Speech zum ersten Mal wirklich auf die Bildfläche kamen. Was kann man tun? Und Gruppenkonsens, und das ist auch wichtig, das haben wir nicht wir vorgegeben, dass so ein Dokument entstehen soll, das hat auch nicht Martin Schulz vorgegeben, sondern das hat die Gruppe dann selbst einen Tag lang diskutiert, was wäre vielleicht der effizienteste Modus, und das ist die Idee gewesen. Und was sind so Kernpunkte, was würden Sie so sagen, sind so zwei, drei Kernpunkte, die es so heute noch nirgends niedergeschrieben gibt und die Sie für besonders wichtig halten in dieser Charta? Also ich glaube, die Kernpunkte sind auch gleichzeitig die Punkte, die am heftigsten jetzt umstritten sind. Das ist ja auch vollkommen richtig und gut, dass jetzt darüber kritisch debattiert wird. Vieles davon, muss man sagen, ist in einzelnen Dokumenten niedergeschrieben. Wir wollen auch kein bestehende Grundrechte substituieren oder nivellieren, relativieren, sondern es geht eigentlich um eine Schärfung. Was macht das Digitale gerade Neues aus? Ich glaube, vieles... Aber nennen Sie doch mal ein paar Punkte. Ja, genau, ich denke, es hängt viel damit zusammen, zu schauen, wo entstehen hier durch Technologie wirklich Veränderungen, die vorher nicht so da gewesen sind. Also zum Beispiel im Bereich der Drittwirkung. Das ist ja ein Bereich, wo wir von Juristen ganz stark attackiert worden, dass ja eigentlich Grundrechte, Schutzrechte gegenüber dem Staat sind, die der Bürger hat. Aber im Digitalen muss man einfach beobachten, oder im Moment,
haben große Plattformbetreiber, gar nicht, dass die böse sind oder so, sondern einfach faktisch eine öffentliche Funktion eingenommen, indem sie Diskussionsräume, Treffpunkte, Netzwerke zur Verfügung stellen und damit quasi öffentliche Aufgaben erfüllen. Und deswegen ist die Frage hier natürlich auch, wie kann ein Bürger gegenüber denen ihre Rechte einklagen? Das ist ein Punkt, den wir in der Charta, glaube ich, das ist ein neuer Punkt, dass sozusagen Grundrechte auch gegenüber Dritten, also privaten Akteuren, Geltung haben müssen, wenn diese eine so zentrale Aufgabe in der Gesellschaft einnehmen. Ein anderer Punkt ist natürlich die Frage, wie tariert man aus? Einerseits das, was ja hier auch auf der Republika ganz wichtig ist, die Frage, Zensur ist ein No-Go und dafür stehen wir auch. Aber wie tangiert man es aus mit der Frage, wenn Love Out Loud, hier das Motto der Republika, nicht mehr ausreicht, wenn einem keiner zu Hilfe kommt, wo findet man dann Schutz in Anführungszeichen? Und da ist es uns wichtig, auch in der Charta zu sagen, es gibt drei Sphären. A, natürlich der Staat, Gesetze gegenüber, wenn man was Justiziables gegen sich vorgeworfen bekommt, dass man dann einklagen kann, Schutz, aber auch, dass Verantwortung von Plattformen ernst genommen werden muss und auch von Menschen untereinander, also von uns, dass diese Trias festzuschreiben im Artikel 5 Meinungsfreiheit und das auszutarieren gegen den Vorwurf, maschinelle Zensur findet statt oder ein Wahrheitsministerium entsteht, wo definiert wird, was im Netz erlaubt ist und was nicht. Das ist natürlich Blödsinn, aber das auszutarieren, das ist eine große Diskussionsfrage mit so einer Charta. Künstliche Intelligenz, wer hat letztendlich die letzte Verantwortung? Natürlich wollen wir, wenn wir einen Artikel schreiben, in dem drinsteht, dass die letzte Verantwortung beim Menschenleben liegen muss, nicht Autopiloten abschaffen, die natürlich wahrscheinlich faktisch besser navigieren können als Menschen, die fehlbar sind. Aber die Frage, die ja dahinter liegt, ist, übernimmt am Ende die Verantwortung für einen Algorithmus? Eine Firma, ein Staat, eine einzelne Person, ein Programmierer? Und damit ist dann die Hauptfrage, glaube ich, verbunden. Wie definiert man Würde des Menschen im digitalen Zeitalter durch diese ganzen Veränderungsmodi in der Arbeitswelt, durch Roboter, durch künstliche Intelligenz, durch Hate Speech und so weiter? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im ersten Paragraphen, zu sagen, die Würde des Menschen hat immer noch Primat. Nicht, dass Technologie Würde erzeugen muss, aber dass bei der Definition und Programmierung von neuen Technologien es quasi, so wie es im Hackerbereich auch schon lange diskutiert wurde, es eine grundnormative Ethik braucht, an die sich Coder, Programmierer, aber auch Plattformbetreiber, aber auch wir, die wir Social Media nutzen, halten aber müssen. Da frage ich mich, also eine Sache, die ja so in letzter Zeit ja viel gezuckte Augenbrauen erzeugt hat, ist ja Machine Learning, ja, und solche Sachen und speziell auch dieses Google-Experiment mit AlphaGo, ja, wo man gemerkt hat, Menschen programmieren eine Maschine, die spielt Go. Ja. Die Maschine wird gefüttert mit ganz vielen Spielen, die erfolgreich waren, ja, und die Maschine lernt, wie man Go spielt. Und es stellt sich raus, die Maschine lernt das A sehr gut, mhm, und die Maschine macht Dinge, die vorher niemand vorher gesehen hat und auch nicht sehen konnte. Die Programmierer waren überrascht, wie sie spielt. Sie hat so eine eigene Art Kreativität entdeckt. Und was Leute erzählen, die Maschinen programmieren, die lernen, die sagen, einige lernen besser, einige lernen schneller, aber was sie gemeinsam haben ist, wir stecken A rein und wir wissen nicht, was die Maschine hinten ausspuckt. Wir haben keine Möglichkeit, auch wenn wir die selber programmiert haben, vorherzusehen, ab einem bestimmten Level des Gelernten, vorherzusehen, was spuckt die Maschine aus. Mhm. Und da ist die Frage, welche Antwort gibt da diese Digitalcharta? Mhm. Ja, wie soll man mit solchen Maschinen umgehen, wenn die am Ende einfach irgendwas macht? Ja. Und selbst die besten und wohlmeinendsten Programmierer, ja, keinen Einfluss darauf haben, was diese Maschine lernt, welche Schlüsse, ja, sie daraus zieht und was sie am hinten Ende ausspuckt. Ja. Also das ist ja eine fantastische Frage, die es überall schon in der Menschheitsgeschichte, gerade bei Fortschrittstechnologiesprüngen gab. Wenn man schafft etwas, eine Büchse der Pandora, wo man am Ende nicht mehr weiß, was sie schafft. Ich bin überhaupt kein Ablehner, der sagt, sowas sollte man dann gar nicht machen, sondern ein Befürworter, der sagt, klar, das wird die Zukunft sein. Filme wie Her haben das ja auch gezeigt, wie später vielleicht Menschen künstliche Intelligenzen schlauer sein werden, emotionaler sein können als Menschen. Aber die Frage, die wir uns ja stellen müssen, wir sind immer noch
quasi in dem Sinne die Erschaffer als Mensch dieser Technologien, dieser Systeme, die man am Ende nicht nachvollziehen kann. Also ist die Frage, wenn, wie hier nochmal das Motto Love Out Loud, wenn das nicht reicht und seinem und sein System am Ende Schaden gegenüber der Natur, gegenüber der Menschheit anrichtet, wer übernimmt dafür die Verantwortung? Gerade wenn man am Ende nicht mehr nachvollziehen kann, was passiert da eigentlich? Und darüber brauchen wir einen wissenschaftlichen, einen politischen, einen wirtschaftlichen Diskurs. Das will die Charta, deswegen Grundrecht, ja eigentlich erstmal nur formulieren. Wie das letztendlich umgesetzt werden muss, das ist dann ja auszudefinieren. Jetzt haben Sie im Herbst letzten Jahres den Entwurf vorgestellt, der wurde jetzt viel debattiert. Das Ding soll ja mal, das ist zumindest das Ziel, sagen wir mal, richtig fliegen. Ein geltendes Gesetz werden, ja, was juristisch wirklich vom Europäischen Parlament und von allen, die dafür zuständig sind, abgewunken wird und eben auch von den Menschen, glaube ich, in der direkten Wahl abgestimmt wird, glaube ich, so ist die Idee. Was ist denn der Status gerade? Also erstmal ein Gesetz, das ist ja die konkretere Ebene bei, ob es jetzt um die Tierschutzkonvention geht oder Schutz für Minderheiten oder auch die Grundrechte, Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen sind ja immer in historischen Kontexten entstanden, wo eine Krise passiert ist, oder die Zivilisation einen Schritt weiter gegangen ist, wo sie gesagt hat, hier brauchen wir ein Dokument, das das auch ausdrückt. Und so sehe ich das auch als übergeordnetes Dokument, was dann in Gesetzen klarifiziert wird, wie Jan-Philipp Albrecht, der dann an ganz konkreten Maßnahmen wie der Datenschutzgrundverordnung arbeitet. Wir können als Stiftung und als Zivilgesellschaft dafür natürlich nur Lobbyarbeit machen, Werbung machen mit so einer Gruppe, mit so einem konkreten Dokument, das natürlich nicht final ist, aber das schon mal, wie ich denke, eine gute Diskussionsgrundlage darstellt, um Politik anzureizen, da aktiv zu werden. Wir können damit so weit kommen, dass wir jetzt hier morgen auf der Republika nochmal eine große Reflexionsbühne bieten mit einer Konferenz für das Dokument. Wir haben über 400 Kommentare auf den ersten Entwurf im Netz gesammelt. Wir werden uns mit dem Plenum, also den Autoren der Gruppe, damit beschäftigen. An manchen Stellen gibt es berechtigte Kritik am Originalentwurf. Wir werden daraufhin mit der Gruppe diesen Charta-Entwurf überarbeiten. Das bedeutet kommentieren, ergänzen, vielleicht in einigen Punkten verbessern. Es fehlen auch noch einige Elemente. Und dieses Dokument dann, wenn es im Sommer, im Herbst fertig ist, vielleicht nach der Bundestagswahl, noch einmal in den politischen Prozess einspeisen, auch auf europäische Ebene. Und dann müssen Politiker diesen zündenden Impuls aufnehmen und daraus einen Prozess machen. Ansonsten machen wir weiterhin auf deutscher Ebene und auf anderen Foren Lobbyarbeit als Zivilgesellschaft dafür. Okay. Das ist unser Anspruch. Super. Daniel Hopper, vielen Dank. Philipp Banse von der Republika 2017. Die Videos gibt es bei dctp.tv oder im YouTube-Kanal von dctp. Danke fürs Zugucken und bis später. Ciao. Danke sehr. Gerne geschehen. Ja.